Was ist eigentlich ein Prosecco Rosé? Der Prosecco Rosé ist ein Vergleichsprodukt zum Rosé-Sekt und erst seit 2021 so auf dem Markt erhältlich. Er ist genau wie der Prosecco aus der Glera-Traube hergestellt, unterscheidet sich allerdings darin, dass er mindestens 10-15% Pinot Nero, ergo Spätburgunder oder Pinot Noir als Anteil haben muss. Außerdem ist vorgeschrieben, dass eine Hefelagerzeit von mindestens 60 Tagen vorhanden sein muss und ein Jahrgang auf Vorder- und Rückseite stehen muss.